Einen wunderschönen guten, einen euphorischen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne, herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxis. Ich habe mega Bock, deswegen auch euphorischer Start. Und ja, wir haben ja dieses geile Mal im Gesicht. Meine neue Rüstung gefällt mir gut. Und wir sollen uns ja mit dem Typ da treffen, der uns geholfen hat. Allerdings schauen wir erstmal, wo der Auftrag mit den Jade-Dingern ist, weil die müssen hier irgendwo in der Nähe sein. Okay, da oben. Jetzt habe ich natürlich mir nicht gemerkt, wo das Treffen mit dem Typ war. Jetzt weiß ich gar nicht, was näher dran ist. Ähnlich. Da unten bei Yantra. Okay, ich überlege gerade, die Fragezeichen da oben will ich ja logischerweise auch noch machen. Hier ist das Hauptquest. Ha. Ich werde ja jetzt höchstwahrscheinlich erstmal das Fragezeichen machen. Was ist hier? Das ist schon gelöst. Das Fragezeichen hier machen. Und dann könnte ich natürlich erstmal hier hingehen zum Hauptquest und dann diesen Kreis gehen. Oder ich gehe von hier aus den Kreis. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Also werden wir zuerst die Fragezeichen und das Nebenquest lösen, ja. Das gefällt mir besser. So, es ist zwar ein bisschen weiter weg, aber hier werden wir nicht wirklich gut reiten können mit Plötze. Deswegen schlagen wir es mal durchs Gebüsch, auch wenn wir jetzt keine Machete haben, mit der wir hier alles kaputt schlagen können. Wobei, geht ja auch so. Oh, da bin ich durch Zufall genau im richtigen Moment stehen geblieben, weil ich glaube, hier stirbt man oder verliert zumindest sehr viel Energie, wenn man nicht gekonnt abrollt, was ich meistens nicht schaffe. Deswegen. So, jetzt sind wir wieder da, wo wir quasi angefangen haben. Also nach der Sequenz. Die Leichen sind alle weg, bis auf... Ich weiß nicht, wieso der noch da liegt, aber wahrscheinlich gehört er ja eigentlich... Also der wird jetzt wahrscheinlich nur so ein bisschen wie so ein Stein zur Umgebung gehören. Das ist halt einfach so programmiert. Keine Ahnung, die anderen Leichen sind alle verschwunden. Ich glaube, das war auch der einzige Gegner, den wir direkt in der Zwischensequenz platt gemacht haben. Die anderen muss man, glaube ich, alle selber platt machen. Komm, wir schauen mal auf die Insel. Das erinnert mich auch wieder an Witcher 3, wo wir dann auch teilweise einfach nur interessant aussehende Orte selbst untersucht haben. Und manchmal gab es da auch was. Also es war nicht so, dass da einfach nie was lag. Oder zu finden war, nur weil da kein unentdeckter Ort, also Fragezeichen, angezeigt wurde. Manchmal war da wirklich noch was. Oh, fuck. Hier diesmal nicht, schade. Gehen wir mal darüber. Mal eine Runde schwimmen, wie es aussieht. Viele Ertrunkene sehe ich da schon. Ist das schon das Fragezeichen, die Ertrunkene? Die Ertrunkenen? Machen wir einen kleinen Bogen, weil falls wir nicht zu dem Fragezeichen gehören, muss ich die ja nicht unbedingt platt machen. Brennt das da oben? Nee, das ist nur Licht. Ah, jetzt fängt es an zu regnen. Ich wollte schon sagen, es ist die ganze Zeit so trübes Wetter, Wolken, die Sonne verschwindet, aber... Es hat nicht... Ja, es sind doch die Ertrunkenen, die ich platt machen muss. Es hat nicht angefangen zu regnen, aber jetzt geht's los. Oder auch Zeit, dass mal wieder mal regnet. Oh, da ist unter uns der Schatz. Also vielleicht in der Hütte drin. Vielleicht schaffen wir es ja wirklich, hier lang zu gehen, ohne dass die Ertrunkenen uns großartig merken. Ich meine, es gibt ja auch diesen Drang, dass die uns nicht angreifen. Aber scheiß drauf. Schmutzter Brief. Ach, fuck. Da ist uns doch einer zu nahe gekommen. Ich wusste gar nicht, dass man hier alles so kaputt schlagen kann. Hier drinnen zu kämpfen ist richtig scheiße. Oh nein, durch meinen Wirbel, ich Vollidiot, hatte ich natürlich keinen Punkt mehr zum Heilen. Ich hätte diesen Wirbel einfach viel eher anwenden sollen, dann wäre es kein Stress gewesen. Da drin, wo die alle eng auf dem Haufen waren, hätte ich die alle platt gemacht.
Oh, wie dumm. Was für ein dummer Kampf. Was für ein peinlich dummer Kampf. Ich hatte halt gehofft, dass die mir nicht auf den Sack gehen. Wie gesagt, es gibt auch irgendwie diesen Trank. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Aber wenn man den getrunken hat, dann greifen einen Ertrunkene nicht an. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Also man bekommt ja auch Erfahrungspunkte, wenn man die platt macht. Und es dauert so schon super lang, bis wir hier ein Level aufsteigen in Hearts of Stone. Gefällt mir aber ganz gut, wenn es ein bisschen dauert. Ich meine, es gibt auch Levelsysteme wie bei Diablo, wo man relativ schnell aufsteigt und viele Level macht. Ich glaube, bei World of Warcraft ist es auch so. Aber gerade die Spiele, die sich vielleicht so ein bisschen beim Skillsystem an klassische Rollenspiele orientieren, da hat es meistens länger gedauert. Also hat man meistens nicht so viele Level bekommen. Und hier dauert es halt auch ein bisschen länger und jetzt sind wir blöderweise. Oh fuck. Ah, ich bin nicht gestorben und es hat auch quasi keine Energie gekostet. Jetzt sind wir wieder hier oben. Ja, weil ich nicht kurz vor den Ertrunkenen gespeichert hatte. Blöd. Aber egal, jetzt wissen wir zumindest, dass wir nicht da links nochmal hingehen müssen. Von daher. Es wird ja auch nicht so lange dauern. Ich überlege, ob ich trotzdem in die Hütte reingehe und halt diesen Wirbel anwende. Weil wenn ich genügend Energie habe, sollte das eigentlich kein Stress sein. Und da sind die eigentlich am schnellsten platt gemacht. Ich will eigentlich nicht schwimmen, das dauert länger. Na, come on. So, wir hätten sogar teilweise einfach mit Plätze. Ja, da kommen wir vielleicht nicht drüber, aber den Großen hätten wir halt mit Plätze reiten können. Haben wir auch noch nicht den Brief gelesen. So, kommen wir alle mit. Ich lock die jetzt direkt an. Oh, nicht so. Okay, hat nicht ganz so cool geklappt, wie ich gehofft hatte, aber ein bisschen. Was jetzt, du Stück Dreck? Du Stück Dreck! Okay, es klappt irgendwie nicht so gut und ich bin auch gleich tot. Also ich bin quasi tot, wenn ich jetzt nicht aufpasse. Oh nein! Gib mir so eine Mühe! Also. Achso, stimmt, ich kann ja eigentlich mal eine Bombe nutzen. Ich glaube, auf Brennen stehen die nicht so. So, war jetzt nicht der allereleganteste Kampf, muss ich zugeben, aber es hat gereicht. Ich wollte es ein bisschen cooler machen, hat irgendwie nicht geklappt. Vor allem unser Metallschwert, dieses gebogene, geschwungene, ist auch länger als unser Silberschwert. Wir waren auf jeden Fall ein paar Soldaten unterwegs. Das hier nicht, das ist ein Zivilist, würde ich sagen. Vielleicht ein Spion auf geheimer Mission. Aber hier der Typ und der andere mit dem Helm des Soldaten. Nur für HJ bestimmt. Bin am vereinbarten Ort angekommen. Habe mich um die Ritter gekümmert. Ihr Boot versenkt. Doch der Anführer macht Ärger. Habe ihn in den Keller gesperrt, bis er sich beruhigt. Wir werden den Dreckskerl mit einer Fastenkur gefügig machen. Kehre nach Novigrad zurück, sobald wir die Ware bekommen haben. Tom Zweizahn. Ich gehe mal davon aus, der ist mittlerweile verhungert und tot da unten. Das werden wir gleich sehen.
Vielleicht ist es auch ein Geist, keine Ahnung. Okay, mach mal wieder auf. Okay. Schöner Keller. Fast schon eine kleine Mine. Ich wollte gerade sagen, es ist nicht ein bisschen gefährlich, wenn man das hier in den Sand reinbaut. Da fällt auch viel schneller mal was ein, aber scheint er doch relativ soliden Fels genommen zu haben. Das ist dann wahrscheinlich dieser unglückliche. Oh, es ist sogar ein Quest. Verrosteter Schlüssel mit gut geschriebenem Brief. Brüder, ich schreibe euch nun mit meinem eigenen Blut, damit ihr wisst, welches Schicksal mir widerfahren ist. Ich folgte den Befehlen von M und reiste nach Novigrad, um neue Vorräte aufzunehmen und unsere letzte Fistech-Lieferung zu verkaufen. Kann sein, dass es hier irgendwie nur um Fistech geht bei Hearts of Stone. Ich ließ meine Männer zusammen mit der Ware und dem Geld auf unserem Boot zurück, während ich zur Strandhütte ging, um dort auf Hyots Männer zu warten. Als sie weit nach Einbruch der Dunkelheit eintrafen, hatte einer von ihnen einen Leinensack auf dem Rücken. Der Sack enthielt jedoch nicht die versprochenen Novigrader Kronen, sondern die Köpfe meiner Männer. Die Halunken wollten wissen, wo sich das Fistech befinden würde, aber ich erzählte ihnen nur von der Kiste auf dem Schiff, die sie ohne den Schlüssel niemals öffnen können. Meine Wahl, diesen vor meiner Gefangennahme in den Allerwertesten zu stecken, erwies sich als weise, denn sie suchten überall sonst danach. Dann verhörten sie mich aufs Härteste, doch ich verschwieg die Wahrheit. Stattdessen beharrte ich darauf, dass einer der auf dem Schiff getöteten Männer den Schlüssel besaß und ich nichts weiter als ein Unterhändler sei. Sie wollten mich auf der Stelle töten, doch ihr Anführer hatte im letzten Moment eine andere Idee. Sie sperrten mich in diesen verfluchten Käfig ein, wo ich elendig verhungern und verdursten sollte. Am zweiten Tag meiner Gefangenschaft hörte ich die Schreie meiner Entführer. Ich weiß nicht, ob es real war oder ich es mir einbildete, doch es schien, als wären Ertrunkene aus dem Wasser emporgestiegen, um die Hurensöhne bei lebendigem Leibe zu verschlingen. Doch das Problem besteht nach wie vor, denn sie, die Hurensöhne, nicht die Ertrunkenen, haben mich so sicher eingesperrt, dass ich nicht weiß, wie ich entkommen soll. Ich habe jetzt 6 Tage hier verbracht. Nach dem 3. Tag verspürte ich kein Hungergefühl mehr und meine Verdauung hat den Dienst eingestellt. Nun träume ich nur noch von etwas Trinkbarem. Ich würde alles Gold der Welt für einen Schluck Wasser geben. Es könnte abgestanden und voller Larven sein, dennoch würde ich es gierig hinunterstürzen. Die letzten Tage habe ich meinen eigenen Urin getrunken, doch den produziere ich nicht länger. Mir bleibt nichts mehr, nicht einmal die Hoffnung. Das Letzte, das mich bei Verstand bleiben lässt, ist die Aufgabe, euch diesen Brief zu schreiben. Lebt wohl, Anselm. Ach, er war wahrscheinlich kein guter Mensch, aber es war trotzdem irgendwie traurig. Der Arme. Wenn er nicht versuchen könnte, sich hier irgendwie freizugraben oder so? Da war doch noch Hundeteig, den hätte er ja essen können. Wäre so lustig, wenn jetzt hier was zu essen drin wäre oder eine Wasserflasche oder so. Aber nee, ist es nicht. Altes Schafsfell, das hätte er auch essen können. Ja, also hier ist der Sandboden. Ich hätte einfach versucht, mich irgendwie wegzugraben. Keine Ahnung. Traurig, das war irgendwie traurig. Was mir auch eingefallen ist, was eigentlich traurig ist, dass wir unsere Entführer alle umgebracht haben, weil ich glaube, wir mussten das, es ging ja nicht anders, aber die kamen aus einem anderen Land und wurden dann, anscheinend finden sie sowieso, dass dieses Land eher barbarisch ist, die kamen aus einem anderen Land, wollten halt hier einen verwunschenen Prinzen holen und dann wurden sie halt einfach abgeschlachtet. Klar, es war auch Eigenverschulden, weil sie mich ja mitnehmen wollten. Das war halt alles ein großes, blödes Missverständnis. Aber das hinterlässt halt auch irgendwie keinen guten Eindruck, oder? Wenn sie dann direkt in diesem fremden Land, wo sie sowieso schon denken, es ist ein barbarisches Land, dass sie da dann einfach alle umgebracht werden. Das, ja, was soll ich machen? Ich frage mich, ob jetzt dieser König, ob der jetzt neue Leute hierher schickt, damit die versuchen rauszufinden, was mit dem passiert ist. Ich frage mich generell, ob jetzt hier an diesen Hearts of Stone Expansion Pack, ob da halt jetzt nochmal irgendwas kommt von den Leuten, aber ich denke schon, also es würde mich nicht wundern, wenn die ophirischen Typen da nochmal irgendwie Action machen. Jetzt holen wir uns aber erstmal den Schatz. Ist auch geil, dass wir uns den Schatz mit einem Schlüssel öffnen, also die Truhe mit einem Schlüssel öffnen, den schon jemand im Arsch gehabt hat. Das ist sehr geil, also da habe ich richtig Bock drauf, da stinkt ja auch gar nicht auf. Da hat er ihn wenigstens abgewaschen vorher, keine Ahnung. So oder so, auf jeden Fall eklig. Okay, hier ist dahinter auf jeden Fall auch Gegner. Ne, das verdunkene Schiff mit Hilfe. Verschwinde! Das ist immer wieder lustig, wie Schaden wir mit diesen Bolzen machen unter Wasser. Tot. Hallo. Hä? Anscheinend trübe das Meer. Finde das versunkene Schiff. Naja.
Es ist, wenn ein versunkenes Boot, das ist doch kein Schiff. Ist, ich habe gedacht, hier wäre jetzt so ein riesengroßes Frack, aber es ist nur so ein kleines Scheißding. Kreuzdorn wollte ich nicht einsammeln. Schweinehaut, Meister Rüstungsreparaturset ist schon mal gut. Vor allem, die wollten wissen, wo die Kohle ist oder beziehungsweise, wo, weiß ich nicht, die Lieferung war, das Fistech? Keine Ahnung, hier ist ja gar nichts drin, hier ist weder Fistech drin, noch ist ja viel Kohle drin, hä? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Egal, wir nehmen trotzdem alles mit, aber das war ein bisschen merkwürdig. So, jetzt aber mal zurück zum anderen Nebenquest. Das sind wir schon wieder falsch. Brauchen wir das Journal. Na toll, wie komme ich denn da jetzt am besten hin? Da müssen wir ja zurückfahren, wie es aussieht. Hallo, vorwärts, was machst du denn? Hä? Warum fährt denn der rückwärts? Ich drück nach vorn und er fährt trotzdem rückwärts. Jetzt drücke ich nach hinten und er fährt auch rückwärts. Jetzt fährt er wieder vorwärts. Krass. Was ist das denn? Gehen wir mal da drüben an Land. Sieht auch wieder nicht so aus, wenn wir da geil reiten können. Wobei, da geht ein Weg nach oben. Ja doch, da geht ein Weg nach oben. Da können wir mal lang reiten. So, ich will das Boot aber nicht irgendwie kaputt machen, deswegen fahren wir mal nicht direkt auf den Sand auf. Markieren wir uns aber erstmal unseren nächsten interessanten Ort. Der ist auch ein bisschen weiter weg. Ich hoffe mal, dass wir da ganz gut hinreiten können. Diesmal war der Pfiff irgendwie anders, dann macht er immer oder so ähnlich. Und diesmal hat er gemacht. Und noch gar nicht aufgefallen, dass Geralt verschiedene Pfeifmethoden hat, um Plätze zu rufen. Vielleicht haben die auch was zu bedeuten. Machen wir es mal ganz angenehm. Dem Weg folgen. Oh, das ist aber sehr praktisch, dass der uns zumindest in die Richtung führt, in die ähnliche Richtung. So, jetzt geht er mir aber ein bisschen zu weit nach rechts, deswegen stürzen wir uns mal wieder in die Bäume, in den Wald, der wie immer wunderbar aussieht. Es ist wieder ein totaler Sturm, aber ich bin froh, dass es nicht, ich wollte gerade sagen, schneit, dass es nicht regnet und stürmt. Hier ist auch wieder ein Weg. Oh, fuck! Ich Trottel habe halt nicht mal andersweise, ich war wieder so beschäftigt mit der Umgebung, den Bäumen und allem möglichen, dass ich wieder gar nicht darauf geachtet habe, wie weit halt noch die Markierung weg war. Das war wieder geil gemacht von mir auf jeden Fall. Also habt ihr keinen Bock, dann nehmen wir eine Bombe, wenn ihr keinen Bock habt. Okay, wir kümmern uns erstmal um den Ach, das ist ja gar nicht da. Ich dachte, der Bolzenschütze. Also der Armbrustschütze, der ist da oben. So, da ist noch einer. Scheint immer zwei zu sein. Wir haben schnell. Schade, nicht geschafft. Hat auch nur einen Knüppel. Scheiße, ich wollte es eigentlich blocken. Verlieren wir die Nerven. Hä? Blut gegen Blut, Brüder! Hier, Hexer! Hexer! Oh, du solltest erstmal den mit dem Schildblatt machen. Arm ab. Besser Arm ab als Arm dran. Ach nee, umgedreht. Lass dein Schild fallen, verdammt. Das ist aus Holz. Das muss doch ewig brennen. Will nicht reinlaufen, sonst nehme ich selber Brandschaden. Direkt nochmal. So, der verblutet, der brennt noch ein bisschen.
Komm her, dann machen wir mal einen Konter. Und... Jetzt gebt mir euer Essen. Was habt ihr Leckeres mit? Lass mich raten. Hühner. Irgendwas mit Hühner. Hühnerbrot, Hühnerbrust. Wir haben ständig Hühnerbrötchen. Gegrilltes Hühnerbein. Ich wusste es, Freundes. I am Legend. Yes, I am a Wizard. Die Frage kommt bestimmt. Gegrilltes Hühnerbein und Bericht an den Quartiermeister. Bericht des Quartiermeisters vom 25. des laufenden Monats. Die Jagdgruppe ist heute in den anliegenden Wald aufgebrochen. Dort gibt es jede Menge Wild. Hat 12 Rehe, 8 Hirsche, 32 Hasen und 7 Wildschweine erlegt. Das Fleisch wurde gesäubert, gesalzen und zum Trocknen in die Sonne gelegt. Die Felle wurden ins Lager bei Burg Zuetzer gebracht. Bevor wir uns hier verziehen, werden wir noch nach Vögeln jagen. Die Jäger haben Fasane, Wildenten und Rebhühner entdeckt. Hier gibt es wirklich von allem genug, also sollte Hunger diesen Winter kein Problem sein. Wichtig, ein hiesiger Jäger, der sich uns als Gavel Matt vorstellte, kam ins Lager, hat uns ein Bärenfell verkauft, Spitzenqualität, hat versprochen, mit einem weiteren zurückzukommen. Sobald das passiert, werden wir ihn fesseln und seine Füße ins Feuer halten, denn irgendwas an diesem Typ ist verdammt faul. Leutnant von Herst. Okay. Was ist denn los mit den Typen? Können die auch mal einfach freundlich und nett sein? Nee, können sie nicht. Müssen sie noch so einen armen Jäger hier quälen, aber... Hügel von irgendwas. Aber... Ich hoffe mal, dass ich die platt gemacht habe, bevor er wieder da ist. Dementsprechend seine Füße nicht ins Feuer gelegt wurden. Ein leckerer Apfel. Da ist eine böse Bärenfalle. Das sind wirklich ein paar Tiere, aber nicht ganz so viel, wie sie gesagt hatten. Rüstung des Ordens, Handschuhe des Ordens. Rausgerissene Seite. Da ist viel drin. Ich glaube, es ist auch viel Müll, aber... Was soll's? Wird vor allem alles nicht besser sein. Die Schuhe sind besser, aber die haben leider keine geilen Buffs, deswegen lasse ich das trotzdem. Okay, also mal wieder ein Banditenlager, wie immer halt. Und verdammt nochmal, ich habe immer noch kein Vitriol gefunden. Was ist denn hier los? Zweimal brauche ich das. Ich frage mich, ob ich das jemals gehabt habe bei Witcher 3. Keine Ahnung. Ich gehe mal davon aus, das sind jetzt hier alles Banditenlager bestimmt. Das hier würde ich mir auch gerne anschauen. Vielleicht gehe ich da auch zuerst mal hin und mache dann halt den Weg nach links hoch. Heilen wir uns mal. War anscheinend mal. Ich setze meine Hoffnung auf. Langsam. Oder es ist sogar noch ein Weingut. Hier leben ja Leute. Also die arbeiten ja noch hier. Geil, wie er einfach über die Mauer rüberläuft. Schneller. Langsamer. Chateau Sarrazin. Jeder Winter ist. Schönes Weingut. Oh, da ist ein Händler. Graf Antares Sarrazin brachte seine Frau und seine hübsche Tochter auf Anraten seines Arztes aus dem fernen Nazair hierher. Der Heiler hatte im Brustton der Überzeugung verkündet, wenn ihr einen Sohn zeugen wollt, muss es in den Sturmfeldern geschehen. Während sie auf den männlichen Erben warteten, begannen die Sarrazins mit dem Weinanbau. Bald war ihr Chateau von Nazair bis Gellige bekannt. Dann würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss.